Hallo Freunde und willkommen zu einer neuen Aufnahme von The Witcher. Wir kommen langsam zum Ende vom zweiten Kapitel und ja, wollen hoffentlich dieses auch heute dann vollständig abschließen und vielleicht schon mal ins dritte Kapitel reinschnuppern, so zumindest mein Plan. Ich habe allerdings keinen Plan, was ich jetzt machen soll, deswegen schauen wir mal gerade hier. Aktive Quest, Autopsy, bringt Azas Methoden ans Licht. Ah ja, genau, die Sephirer sammeln. Rosenwein, Kirschwodka und temerischen Roggenwodka. Was haben wir denn? Wir haben das und Azot, aber wir haben nichts von dem anderen Zeugs. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier lang und dann in die Gaststätte und holen uns da zumindest schon mal das Erste, was wir brauchen. Ich hoffe, da kriegen wir irgendwas. Und wir müssen, glaube ich, auch noch, das können wir als Nächstes hier machen mit Boxfleisch. Wir müssen ja Boxfleisch noch sagen, dass er unschuldig ist. Wir haben ja den Schuldigen jetzt gefunden. Da ist er, Boxfleisch. Hallo. Was wollt ihr? Ich weiß über Yavet Bescheid. Na gut, so habt ihr das Überraschungsmoment auf eurer Seite. Dennoch werdet ihr diesem mächtigen Zauberer allein gegenübertreten. Vielleicht hat Kalkstein ja ein paar Vorschläge. Gute Arbeit, Wolf. Wollt ihr die Wahrheit über die Salamandra hören? Ich bin ganz Ohr. Ich komme wieder. Wir wissen also selber die Wahrheit noch nicht. So, das war zumindest schon mal die Quest. Wie geht's? Alte Huren haben Flügel. Haut ab, Hexer. Nett wie eh und je. Haben wir hier irgendwas drin? Irgendwas Alkoholisches, was wir gebrauchen können? Nee. Okay. Vielleicht hier unten? Ein Korb. Blaubeeren. Hier sind noch Truhen. Habe ich wahrscheinlich alles schon mal geplündert. Ich war ja hier schon mal in dem Haus drin. Bin ja nachts da mit seinen Halunken, bin ich ja den Halunken entgegengetreten und habe ihm einen Überraschungsbesuch abstatten wollen. Allerdings war er ja nicht da. Zu viele Feuersteine im Inventar. Und dann müssen eben zwei wieder fliegen. Ich habe übrigens hier jetzt gesehen, dass ich auf meiner Tastatur sogar mir was von The Witcher angucken kann. Und zwar kann ich mir die Energiepunkte, also die gelbe Leiste oben links, hier in Zahlen angeben lassen. Die Gesundheitsleiste oben links, die rote, habe ich hier auch in Zahlen. Toxicity, also Toxizität, ist auch hier bei mir auf der Tastatur. Und wann ich das nächste Level erreiche. Allerdings ein bisschen doof, da steht nicht, wie viel ich brauche, sondern wie viel ich bis zum nächsten Level brauche. Und da ich aber nie weiß, wie viel ich habe, bringt mir das eigentlich genauso viel, wie wenn ich einen Furz quersitzen habe. Das bringt mir ja auch nichts. Aber da muss man durch. Coleman, na guck mal einer. Wollt ihr was kaufen? Na, guck mal doch mal. Ah, hat natürlich eine Fistech. Wollt ihr... Reden wir über die Salamandra. Still, Hexer, ich kann nicht. Aber... Das ist nicht so gut gelaufen. Dann holen wir uns mal die Kellnerin zugute. Hallo. Habt ihr... Ja, ja. So, was brauchte ich denn jetzt? Ich brauchte... Wo war das? Da. Rosenwein. Ach, scheiße, jetzt habe ich den Handel abgebrochen. Rosenwein. Rosenwein. Kuhmilch, Magerwein. Kirschgeist-Tinktur. Temerischer Roggenwodka war, glaube ich, auch dabei. Auf Verdacht mal gekauft. Ah, die hat die anderen Sachen, glaube ich, nicht. Was war das denn noch? Temerischer Kirschwodka hatte die ja auch nicht. Wo kriegen wir denn jetzt Kirschwodka und sowas her? Ich bin ja so. Vielleicht er hier? Ja? Nee. Lebt wohl. Ja, wo kriegen wir denn jetzt die anderen Sachen her? Gucken wir mal, ob wir noch irgendwie... Was ist denn hier? Schade.
ob wir irgendwas gelagert haben in der Richtung. Natürlich nicht. Nee. Oh, das ist natürlich nicht so geil. Jetzt haben wir den Rosenwein. Jetzt fehlt uns aber noch Kirschwodka. Und... Nee, Rosenwein haben wir nicht. Wir haben den temerischen Wodka. Und uns fehlt noch Kirschwodka und Rosenwein. So war das. Puh. Ich wüsste noch wo, einen Ort, wo wir die Sachen kriegen könnten. Und zwar war doch hier hinten irgendwo so eine Händlerstraße. Da will ich dann mal eben hin und gucken, ob da einer von denen da was hat. Ansonsten können wir auch nochmal bei Kalkstein vorbeigucken. Ah, die sind jetzt natürlich alle nicht da. Ich kann nicht zurück zur Arbeit. Das ist schlecht. Kalkstein. Ist der unten? Ah, da ist er. Ich glaube, Raimund ist der Anführer der Salamandra. Seid ihr sicher? Ja. Ich habe eindeutige Beweise. Azar tötete Raimund und eignete sich mit Hilfe einer Illusion dessen Identität an. Der Schurke! Was habt ihr jetzt vor? Es ist besser für euch, wenn ihr das nicht wisst. Seid vorsichtig! Er hat große Macht. Ihr müsst ihn von der Quelle trennen, dem Element Feuer. Lockt ihn an einen Ort, wo die magische Aura instabil ist. Idealerweise umgeben von Wasser, dem komplementären Element. Der Turm im Sumpf. Ideal. Dort hättet ihr eine Chance. Gucken wir mal, ob wer was hat hier. Ja, das haben wir schon. Der hat natürlich auch nicht das, was wir brauchen. Mann, Mann, Mann. Hm. Könnten wir das denn noch herkriegen? Vielleicht. Vielleicht. Ach, habe ich dem jetzt eigentlich gesagt, dass er unschuldig ist? Ja. Oh, ich muss gleich niesen. Könnte es nicht. Entschuldigt. Nochmal aufhören zu euch? Ich kann leider mein Mikrofon nicht einfach so abstellen. Ich habe hier leider keinen Knopf oder so, sonst würde ich das natürlich machen. Genau. Ich wollte ja noch überlegen. Vielleicht hat ja unser Leuwarden noch irgendwelche Ideen. Beziehungsweise nicht Ideen, sondern natürlich die beiden Sachen, die uns noch fehlen. Ich bin gerade, ja, etwas irritiert, wo ich die Sachen jetzt herkriegen soll. Ich meine, das ist jetzt keine wichtige Quest, aber die würde ich halt schon gerne machen. War ja klar, dass der Deklan nicht mehr da ist. Und der Fährmann ist auch nicht da. Na gut, gehen wir mal an die Feuerstelle. Wir haben ja sowieso Talente erworben. 3 bronzene und ein silbernes. Ach, guck mal, da steht sogar, ab wann man die immer kriegt. Ab 34 kriegt man Goldtalente. Ah ja, und welches Level sind wir? 17. Oh. Ja, ist ja noch nicht so gut, ne? So, starkes Silber.
Gruppensilber. Schnelles Silber. So, was könnten wir denn jetzt noch mit den Bronzetalenten machen? Das ist jetzt das Feuerzeichen, ne? Da können wir nochmal den Schaden erhöhen. Das ist vielleicht nicht so schlecht. Quen. Was war das hier? Irden, ne? Quen war das Schild. Ja, bin mir nicht so sicher. Hier haben wir alles. Präzisionstreffer. Ach, machen wir das auch nochmal hier. So, jetzt haben wir noch ein silbernes Talent. Das würde ich dann gerne in schnelles Silber packen. Haben wir das nämlich auch erweitert. So. Dann meditieren wir bis zum Morgengrauen und hoffen, dass der Deklan Leuwarden dann auch hier wieder sein, da ist er doch, seinen Posten einnimmt. Genau. Dann wollen wir doch mal direkt zu ihm rüber. Ich bin auch mal gespannt, wie viele Kapitel es gibt. Was noch so alles hier passiert? Ja. Ja. Gib mir mal hier was. Syrikanischer Brand, Metina Rosé. Tja, auch nicht, ne? Wo krieg ich den Scheiß her? Hier, kriegst du meinen Ring. Schenke ich dir. Also, fast. Ja. Kriege ich denn vielleicht im Tagebuch noch irgendwas raus? Ja gut, das wird wahrscheinlich nur anzeigen, wo ich dann da hin soll. Aber habe ich denn vielleicht hier im Glossar irgendwas? Ne, Zutaten. R. Ne, steht auch nicht drin. Ah! Hier ist natürlich sehr viel, kann man sich hier noch durchlesen über die ganzen Sachen hier. Kerker, Kloaken und was weiß ich nicht. Das ist aber nicht für ein Let's Play geeignet. Schade, ja, wo kriegen wir das denn her jetzt? Wisst ihr was? Wir fahren jetzt einfach mal in den Sumpf. Und vielleicht finden wir da ja irgendwie was, was wir benutzen können. Beziehungsweise wo wir das kaufen können. Dran. Ja, ja. Bringt mich die Zeit. Wie oft? Ja, so, einmal rüber bitte. Wir hatten ja auch. Ah, jetzt fällt mir gerade wieder ein, die Idee gehabt, dass wir die Monolithen alle bestücken, in der Hoffnung, dass wir, wenn wir 9 von 10 bestückt haben, dann auch das 10. bekommen. Was für ein Sturm! Herr, braucht ihr ein Boot? Das müssen wir natürlich auch noch ausprobieren. Aber jetzt gehen wir erstmal in das Dorf der Ziegelbrenner, in der Hoffnung, da irgendwo diesen Rosenwein oder so herzubekommen. Wunderbarer Wolkenbruch. Seid gegrüßt. Baba, Grüße, hoher Herr, Grüße. Was ist mit euch?
Jetzt nix, aber als ich 6 war, ist mir ein Ziegelstein auf den Tisch gefallen. Ich habe das Spiel gespielt, wo man einen Ziegelstein in die Luft schmeißt, bis 5 zählt und rennt, dass er einen nicht trifft. Zählen konnte ich noch nie gut. Die sagen, der Ziegelstein hat mich dumm gemacht. Falls ihr wohin müsst und Hilfe braucht, dann seid ihr hier richtig. Naja, ich verirre mich nie nicht. Heute muss mein Glückstag sein. Erzählt mir von dem Sumpf. Der Sumpf ist groß und tief und die Stechmücken pieksen einen in den Arsch. Wer wohnt in dem Sumpf? Druiden, Ziegelbrenner, Holzfällern, Ungeheuer haben wir hier und Mücken haben wir auch. Ja, was wollt ihr wissen? Erzählt mir von den Ziegelbrennern. Ziegelbrennerer, das ist wir. Genau da unten liegt das Dorf. Da findet ihr die Älteste, zu dem müsst ihr gehorchen. Wir tun Ziegel machen. Wollt ihr noch was wissen? Boah, ist der doof, ey. Wo finde ich die Holzfäller? Baba, Holzfäller sind immer da, wo sie fällen. Und sonst. Und wo genau fällen die? Südlich vom Ziegelbrennerdorf. Folgt dem Pfad an der grässlichen Höhle vorbei, bis ihr die Sümpfen seht. Was ist mit Ungeheuern? Ungeheuern haben wir ganz viele. Irrlichter und Mammons, die wo brave Ziegelleuten dann nicht nach Hause gehen können, wenn sie ein bisschen Dings gebumst haben. Außerdem haben wir wieder Scheinungs und Bräunlings mit den kleinen roten Mützen. Noch etwas? Noch was Stechmücken. Bla. Habt ihr was von Stechmücken gesagt? Verdammt summende Blutsaugern, jedes Jahr immer mehr. Die vielsten findet ihr beim Turm. Turm? Jep. Gehst du gerade nach Westen und dann bei der Hütte Süden. Da kommt ihr zum Magienturm. Der ist aber abgeschlossen und nichts als elende Stechmücken und ein paar Gelomse sind da. Wo kann ich die Druiden finden? In der weitesten Ecke vom Wald mit total schönen Bäumen und wilden Bestien, die da nur so sitzen mit den Druiden. Es geht direkt nach Süden, Westen, aber ihr müsst an den Hölzeren vorbei oder an einem Weg nehmen, einen anderen Weg nehmen. Ja. Lebt wohl. Der ist ja echt plemplem, ey. Wie geil. Oh Mann, ey. Hat sich gelohnt, den mal anzusprechen. Ich habe ein wunderbarer Wolken.